geht. Ist gut. Dann machen wir jetzt uns hier jetzt schön hier, ne? So ein Ding. Wir bräuchten einen zweiten Maserator. Ja, wir, eigentlich bräuchten wir vier, um diese ganzen Dinge da. Ja, der kostet nicht so viel. So, ich brauche... Ja, nicht nochmal. Die brauchen wir um... So, das hier. Und dann hier rein. Ein Electric Circuit hätten wir. Nach unten und... Cobblestone braucht man dafür auch. Glaube ich. Dann nehme ich die dreimal hier mit. Haben wir noch Flint irgendwo? Ja. Ja, ich brauche noch einen zweiten. Ich brauche bloß noch zwei Cobblestones, dann habe ich alles zusammen. Also, der macht dir ein Erz in zwei Pulver. Ja. Und ja, es, ich weiß nicht, ob alle gehen. Aber auf jeden Fall ein paar. Gehen schon. Ach, da unten ist noch Eisen drin. Und aus jedem Pulver kannst du einen Barren machen. Also kannst du sozusagen aus einem... Ja, genau. So. Wo war ich jetzt? Ich war beim Maserator. So. So, und Maserator hätten wir da. Wie schaut es echt da hinten aus? Okay, die Kiste ist voll. Mit Kiste meine ich die Bedbox, ne? Also. Dann lege ich derweil hier das schon mal rein und aus diesem Eisen können wir jetzt schon mal Eisen. Oh, da liegen noch welche drin. Gut, also ich wäre bereit. Copper Dust. Glas habe ich Glas dabei. Das hier noch. Jetzt noch den Eisenspitzhack. Ich nehme mal das Rubinschwert mit. Was geht nicht? Ja, also hätte mich jetzt auch gewundert. Also ich würde sagen, du brauchst einen... Nee, ich würde sagen, du brauchst einen Filter. Ist das ein Filter? Sorting Machine. Sorting Machine heißt es, genau. Sorting. Pneumatic Tube. Gibt's Pneumatic... Musst du schauen. Warum E? Ja, E. Du hast gerade in... Bronze meine ich. Ja, Bronze. Ja, ich mach die ganze Zeit Bronze. Was brauchst du? Bronze und? Ne Ding. Zwei, ja, ich habe genau noch zwei oben in der Kiste. In der linken. Ganz links, ganz links. Hat nur Bronze rein. Das hier unten ist noch ein bisschen rudimentär, ne? Habe ich vorher schon gesagt, oder in einer der letzten Folgen. Das wird noch anders gemacht. Ja. Weil... Wie wäre es, wenn du den Electric Furnace unten benutzt? Ja, das werde ich schon noch machen. Ja, da ist gerade Bronze drin.
Da ist die Kohle. Na, fuck, jetzt hab ich dir. Jetzt hast du meine 50. Ja, ich wollte die restlichen 50 wollte ich eigentlich gar nicht rausschmeißen. Aber ich habe hier in der Kiste habe ich auch noch einen Fasten-Stack. So, ist es. Ja, wir könnten jetzt langsam mal losgehen dann. Magst du mich nicht mehr? Okay, das lege ich hier noch an. Muskel. Jetzt mal. Jetzt pass mal auf Muskelround. Papier, Gunpowder, Eisen. Haben wir Sugarcane? Yes, haben wir da. Ja, Brass Ingot. Press. Ach Gott! Was ist dann Press? Ach Gott, da brauchst du erst ein Alloy-Fans, Furnace. Und da braucht man erst, um den zu machen, brauchen wir Bricks. Ja, es ist so, schau nach. Ich glaube kaum, dass das geht. Ja. Ja, keine Ahnung. Das. Wo habe ich jetzt das Papier hin? Ach, da ist es. Dann brauche ich noch Gunpowder. Das dürfte unten in der Kiste sein. Und. Ah, ich liebe die Muskete. Warum ist hier ein Zombie im Lagerhaus? Was hast du hier verloren? Weil die Musik einfach nur so geil ist. Die kostet aber halt so viel. Ja, nicht, ja, so viel, aber Gunpowder und das hast du ja auch nicht in Massen hier. Ne, da habe ich. Oh, nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Die Muskete, die hat eine Durchschlagskraft, was das Töten angeht von Mobs, das ist krass. Nein, ich kann über einen Stack Kugeln. Boah, hier, das wird lustig. Das wird lustig. So, also kommst du jetzt mit oder nicht? Ich gehe jetzt. Obwohl, ich sollte noch nicht gehen. Ich hole mir noch ein bisschen mehr zu essen. Das. Ist mir noch zu unsicher. Apropos unsicher. Mitten in der Nacht hier was zu Weizen ernten ist auch nicht gerade das Sicherste, was man machen kann. So, 44, das dürfte jetzt reichen. Ah, Creeper. Boah, gerade noch. Jetzt steht er vor der Tür. Also nicht aus der Tür rausgehen. Jetzt gehen wir da runter. Was interessant ist hier drin. Nee, ich gehe jetzt runter gerade. Könnte ich ja mit einer Muskete mal töten. Was hast du denn Wertvolles dabei? Ja, dann lass mir mal Gnade walten. Alter, warum habe ich eine Axt dabei? Ich werf dir mal eine Axt runter, die.
Nein, und die sollst du in die Kiste da oben befördern. Jetzt liegt sie da unten irgendwo, neben der Treppe. Schau mal. Ja, hoffe ich für dich. So. Ich mache zuerst das Eisenschwert fertig. Warum ich Erde dabei habe, weiß ich auch nicht. Die Muskete bleibt da. So. Das kann jetzt. Jetzt kann es auf Höhlentour gehen. Wow, fast ins Loch hier gefallen. Das fängt ja super an. Was war das? Was war das? Das war bestimmt irgendein Bogenschütze. Ah, da ist er. So, ich kann gleich mal die Muskete vorführen. Hast du was gehört, so einen? Ich habe gerade einen Bogenschützen voll. Ja, Creeper, hallo, mein Lieber. Nee, das Gold ist genauso unnütz hier wie sonst. So. Erster Enderman ist auch tot. Ach, hier geht's raus. Licht! Nix. Ich sehe Licht. Das ist super. So, ich nehme die Kohle noch ein bisschen mit, weil, ne, weil es ja Kohle ist. Kohle braucht jeder. So, Eisen. Ich hoffe, ich habe Uran unten gesehen. Ich hoffe, es ist noch da, wenn ich wiederkomme. Nein. Ja, ne, draufstellen und abbauen ist Scheißidee. Ja, das sollte jeder wissen. Keiner da. Gut. Sehr gut. Aha, halt, da oben war es noch. Ich habe mich gerade bei dem Geräusch, das dein Mikro macht, wenn es wieder on, also wieder eingeschaltet wird, mehr erschreckt als in der ganzen Höhle bisher. So. Ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, was haben wir hier? Da dürfte irgendwie Tin oder so sein. Hier noch den Kopper, also die Höhlentouren werden hier nicht so lange wie im normalen Minecraft, weil hier hast du einfach so viele Ressourcen, die du mitnehmen musst im Prinzip, weil einfach so viel brauchst davon. Das ist unglaublich. Okay. Aha. So. Jetzt mal hier runterbauen. Oh. Oh, nicht runterfallen. Ja, toll. Wie komme ich jetzt hier runter? Darüber, oder was? Na komm. Ja, geht doch. So, oh, und gleich wieder Zinn oder was ist gefunden. Warum fällt das da runter? Inventar ist doch nicht leer. Oh, ich habe eine Enderperle, habe ich gerade gesehen. Aua. Was? Nein. Nee, ich bin runtergefallen. Ja. Alter, jetzt steht da drüben ein Bogenschütze. Dieses vom Wasser umgeben. Fuck it. Na, da komme ich nicht hin. So, und jetzt kommt wieder die Muskete zum Einsatz. Das Problem ist, dass die Muskete irgendwann kaputt geht.